habe ich natürlich nicht mehr hier auf meiner Klingel geachtet. Ja, aber ich glaube, das würde weiter klingeln, wenn da noch was dran wäre. Ich habe nichts gehört. Ich hab keine Ahnung. Es kommt drauf an. Manchmal klingelt es auch überhaupt nicht. Okay. Wenn der Fisch halt nicht weg, sondern zu der Angel schwimmt und die nur halt nicht überspannt, dann entspannt die sich einfach und das war's. Okay. Also es lohnt sich auch so ab und an mal nachzugucken oder so. Weil ich habe das schon gehabt, dass ich die Angel so 2 Meter neben mir stehen hatte irgendwie und dann auf einmal geht die Schnur so mitten durch mein Spinngebiet. Dann denkst du so, willst du mich eigentlich verarschen? Gehst du da hin? Guck mal, wen haben wir denn da? Aber ich glaube, die hat sich wirklich ein bisschen bewegt, die Schnur. Drück mal R. Da bist du schon wieder am Einholen, wenn du willst. So, ich wollte jetzt das Ding zum Moped hier wechseln, wenn das irgendwie bringt, das gerade überhaupt nicht. Terminator raus. So, ich bleibe jetzt aber hier bei der anderen Route. Ich gehe jetzt nicht so weit weg. Boah, krass, wir haben schon 5 Uhr, ne? Gar nicht gecheckt. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich... Was? Joa. Joa. Ne, ich habe eigentlich gesagt, dass ich heute nicht so lange mache, weil ich morgen mit dir aufstehe, aber ich glaube, das kann ich auch knicken. Dann wohl Kaffee, ne? Oh ja. Ja, die macht mich trotzdem wach. Das ist ja das Problem. Ja, weil die nicht hinlegen, weil ich Kaffee. Ach so, gar nicht hinlegen, meinst du? Na, mal gucken, was die Fische sagen. Jetzt habe ich wieder einen dran. Aber ich glaube, naja, der ist nicht so stark. Oh, das sieht aus wieder wie so ein 700 bis 1 Kilo Esche hier, europäische. Oh, 1,6! Wow! Wow, wow, wow. Aber guck mal hier, wieder ist es 5 Uhr morgens, also jetzt im Spiel. Ja, es ist wieder. Ja. Und zack, direkt wieder einer dran. Ja. Morgens bei einem 3 Uhr, immer der hat doch wieder Power. Oh. Aber nicht genug Power. Ach, wieder eine Bachforelle, so sieht's zumindest. Ei, so sieht's zumindest aus. Ja. Ne, das lohnt sich echt schon hier. Man muss echt das richtige Equipment haben, dann lohnt sich hier Balaya. Moin, moin. Moin, moin. McCrowner, ist das richtig? McCrowner, genau. So früh schon unterwegs. Spiker ging vor einer Weile bei mir gut. Ah, warte mal. Spiker. Ich glaube, einen hatte ich auch, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah ne, die habe ich gesehen, den wollte ich holen, ne? Genau. Ja, die sind noch ziemlich teuer, glaube ich. Ja, im Moment habe ich hier den... Ja. Was?
Ja, und wird dort. Achso, ne. Hier steht noch, am unteren Ende Richtung Stein auf Esche. Ist echt richtig. Ja, sagt er auch, ist richtig teuer gewesen. Ja, glaube ich. Ja, ich habe jetzt gerade erstmal mein Gear hier richtig gestellt. Ich habe die ganze Zeit mit einem Stahl vor. Wie heißt das Ding immer? Ich vergesse immer die Namen davon. Vorfach geangelt. Und ich habe hier nichts gefangen, wirklich gar nichts. Und jetzt haben wir eben rausgefunden, dass ich das Vorfach wegmache. Ja, und als ich das weggemacht habe, also dann ging es richtig ab. Ich meine, es ist jetzt immer noch bescheiden, was ich da rausgeholt habe, aber doch. Mehr als Barsch. Genau. Ja, vorher waren es echt nur Bärsche, ne? Oder viele. Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bin wieder zu weit. Ah, ne. Wie weit kann ich das denn hören hier, die Glocke? Die kann ich schon ein ganzes Stück hören, oder? Eigentlich. Ich werde mich jetzt doch mal ein Stück wegbewegen hier. Ja, um die Uhrzeit habe ich irgendwie bei den Steinen mehr Glück gehabt. Deswegen wollte ich hier nochmal wieder zu diesem Stein rüber. Ich mochte die Ecke da unten auch. Bitte? Die Ecke da unten mochte ich auch am meisten. Ja. Fast über die ganze Insel sogar. Okay. Ja, ich habe hier. Nee, bis jetzt eigentlich bin ich nur an dieser Stelle geblieben. Ich wollte aber eigentlich nochmal die andere Stelle ausprobieren, wo ich eben war. Wo ich ganz am Anfang war. Da oben sind, glaube ich, eher Hechte. Wo da oben, wo ich jetzt bin, oder in der anderen Richtung? Ja, gefährlich mit dem Stahlvorfach. Unteren Ende, ich denke, da meinst du die andere Seite von der Insel. Die meinte ich nämlich auch, da wollte ich sowieso mal testen. Da hatte ich ja gesagt, da hatte ich eigentlich auch Glück und das sogar mit dem Stahlvorfach. Dann behaupte ich, müsste ich jetzt mit dem Equipment doch bessere Chancen haben. Ups. Warte mal, ich guck mir das mal an. Die andere Seite, obwohl es sind auch nur 3 Meter die tiefe Stelle. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich mal auf die andere Seite. Oder ich gehe hier hinter den Café, also wo dann, bis dort komme ich dann wahrscheinlich bis zur 6 Meter tiefen Stelle. Na, ja, muss ich mal gucken. Bei Gelegenheit, ich bin keine Experte. Achso, ja, ich kriege auch nur die ganzen Tipps, ich bin auch gar kein Experte. Da unten ist so ein Stein am Ende der Insel. Okay, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal da runter. So, die Grundroute nehme ich aber mit. Warte mal. Hat 1,6 Kilo Esche. Ach, guck mal, hier ist sogar einer drin. Hast du gefangen, oder was? Erst. Nee, du. Ach so, ja eben. Hatte ich ja gesagt, das Bombending. Ja, und hier, achso, habe ich nicht mitbekommen. Ah, jetzt habe ich wieder einen und das, glaube ich, ist wieder ein. Oh, jetzt schwingt er nicht. Wieder eine Braxe. Ja, doch, die hatte ich auch noch nicht so oft. Hast du nicht so viel Grund gehangelt, ne? Nee, eigentlich ja eben erst angefangen praktisch. Um den rum. Lief, ist bei mir gut. Ach so, um den Stein herum. Okay, warte mal. Dann auf zur anderen Seite. Und wehe, das läuft da nicht gut. Nein, Quatsch. Alles gut. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich habe bestimmt 4 Stunden oder wie lange saßen wir hier? Nichts, also so gut wie nichts gefangen. Das war schon ein bisschen deprimierend, ey. Wahrscheinlich ist das der große Stein hier. Ich will aber hier bis ganz zum Ende laufen.
Ist auch noch so ein Stein. Aber ich glaube, der ist gemeint, der ist noch größer. Erstmal die kleine aus, die Grundroute. Ach, und guck mal, mein Futter ist schon leer, sehe ich gerade. Ja, aber der Korb reicht noch als Gewicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ach, die Köder sind schon leer, oder? Futter? Nee, die Köder sehe ich sind noch voll. Es ist das Dingens leer. Genau, aber den konnte ich doch auch noch voll machen. Oder nee, die ganzen Bälle sind jetzt weg, ne? Achso. Ich glaube, das so sinnvoll ist, wenn das jetzt nicht. Wenn das einfach nur irgendwas ist, wie viel das wirklich bringt, kann ich dir auch nicht sagen. Okay. Aber meinst du, wenn das leer ist, geht's trotzdem? Ja. Ja? Ah, ich probiere es einfach mal. Du kannst das ja auch mit Blei machen, du musst das ja nicht im Futterkorb machen. Ach stimmt, ne? Das ist ja nur der Gewichtsersatz. Und wenn du da jetzt halt jetzt die richtige Mischung drin hättest, dann wäre das natürlich sehr effektiv. Aber da du weißt ja nicht mal, auf was du dir gehst. So. Dann weißt du auch nicht, was die richtige Mischung ist. Also wäre halt irgendwas deinem Köder angepasst ist, also irgendein Würmergedöns im Moment. Aber auch hast ja auch nur Wurm drauf, weil wird schon irgendwas beißen. So. Ist halt einfach, ja. Ah, hier steht's auch. Er sagt auch, geht auch mit leerem Futterkorb. So hat er auch schon was gefangen. Ja, aber wie du schon sagst, das ist ja dann eh nur fürs Gewicht. Ach, guck mal, direkt. Nein! Ach Mann, schade. War der noch nicht dran? Ja, entweder ist der nur hinterher geschwommen, aber ich hatte gedacht, der war schon dran und am Schluss, ja, ist er halt rausgerissen nochmal. Aber hier steht auch nichts, dass der ausgerissen ist. Nee, der war nicht dran. Okay. Oh, aber meine Angel, also die andere. So. Klingelingeling. Genau, der Eiermann ist da. Hä? Jetzt. Ah doch, da ist auf jeden Fall was dran. Ja. Das ist auch geil, der Trick hier, dass wenn er ein, also ob du dir nicht sicher bist, ob ein Fisch dran ist, dann R zu drücken. Ja. Ja, das ist schon echt praktisch. Oh, aber das ist, glaube ich, ein kleiner Fisch, ich sehe ihn schon. Und wieder eine Brachse, oder was ist das? Boah, komm her. Boah, das meinte ich hier mit dem. Das arme Viech. Welcher Tierschutz, ey. Ja, wie gesagt, war ja nicht mit Absicht. Keine böse Absicht. Ich hab den Fisch heute 5 Minuten hinter mir hergesteppt. Ich sollte mal leise sein. Stimmt, ne? Sonst hab ich's probiert. Nur um zu warten, bis der Bonus kommt. Also, um zu merken, dass es nicht funktioniert. Ja. Oh, warte mal, ich glaube, ich muss mal eben hinter mir die Tür aufmachen. Der Eddie schreit. Der schreit und schreit. Ja, warte mal, ich mach nur kurz die Tür auf. So. Okay. Ja, guten Morgen, Eddie. Ich habe ja an meinem Bürostuhl habe ich so eine Kratzmatte extra für die Katzen hinten, ne? Du kennst die ja. Und da mal zu den Tacker gezeigt hast. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall der Eddie, der Carlo hängt gerade hinter mir und ich weiß nicht wie, aber der schafft es jedes Mal dann da hängen zu bleiben
Und weil der sich irgendwie schon dran gewöhnt hat, dass ich den dann befreie, jetzt Carlo ist halt. eh mega handicapped im Bier inzwischen drin, kann Ja. das sein? Das ist Nein. so klassisch so, blöd gelaufen. Mir hilft schon jemand. Ja, genau. Und So. dann guckt er mich an und schreit. Und dann muss ich den da immer befreien. Aber mache ich ja gerne. Ich bin ja nicht so. Und 2 Minuten später hängt er wieder Ja, nee, jeden Morgen einmal. Danach hat er es für den Tag gelernt. dran. Und Okay. dann ist gut. Okay, das ist doch. Habe ich ihn unterschätzt, tut mir leid. Wie gesagt, für den Tag gelernt. Der nächste Ja, Tag kommt genau dasselbe wieder. Oh. Ich glaube. Ja, doch, der hat Power. Ey! Das ist auch krass. Manchmal will ich dem extra ein bisschen Spiel geben, also dass der rauszieht. Und dann kommt er mir aber in meine Richtung. Und da habe ich immer Angst, dass ich den verliere. schnell Ja. gegenziehen. Ja. Boah, jetzt zieht er aber richtig raus. Aber schwimmt in eine Okay. gute Richtung, kannst weit laufen. Ja, das stimmt schon mal. Du hast ja auch noch volle Röhrschnur. So, jetzt. Ja, doch, jetzt zieht er wieder. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der tut nur so, aber. Na, die hören dann immer auf und wenn man dann wieder neu anzieht, dann werden die wieder sauer und geben wieder Gas, ne? Genau. Boah, die Spule geht aber gut schnell runter, finde ich. Oh, der sieht halt dick aus. Das hat auch keine Sinn gemacht. Oh, jetzt zieht er richtig. Was? Oh, und guck mal, der läuft heiß. Ja, dann musst du runterdrehen. Spule runterdrehen und ich würde mal anfangen mitzulaufen. Dann, weil während du, wenn du jetzt läufst, dann holst du dann sparst du halt auch Spulendrehung eigentlich. Das Und dann kannst Problem du gerade langsam wieder ist. hochdrehen. Ja, jetzt musst du rückwärts, ohne was zu sehen, um den Busch Ich wollte gerade rumlaufen. sagen. Okay, doch. Aber ich weiß gerade nicht, Geh ob ein das was. bisschen weiter auf Land, dass du nicht so in den Büschen stehst. Oder ja, weil so lang geht es nicht, das gleiche irgendwo. Überhaupt noch? So, jetzt. Jetzt auch sagen. Ja, aber guck mal, der zieht halt nicht so weit nach rechts, der zieht eher geradeaus weg. Deswegen weiß ich nicht, ob ich wirklich gewinne, wenn ich nach rechts gehe. Noch ist er weiter weit. Du kannst die Spule auch wieder hochstellen, wenn es kalt wieder. Weiß gar nicht, ob was ich das eben hatte. Meinst du? Ich glaube, oh, ich dachte schon, der ist hier an dem Stein, aber ich glaube, das geht gerade noch. Ich glaube, jetzt zieht er aber nicht mehr. Oder? Nee. Hören, sehen, was weiß ich. So, jetzt glaube ich, hat er gerade ein bisschen Ruhe. Jetzt kann ich ihn, glaube ich, locker einziehen. So, was? Oh ne, jetzt zieht er wieder. Aber wenn er jetzt schon anfängt nachzugeben, immer wieder Schnur zu geben, dann musst du den wahrscheinlich einkriegen. Ja, ich denke auch. Musst nicht mehr, keine Experimente mehr mit rumrennen machen oder so.
Ja, ich versuche jetzt auch von der Stelle hier, weil ich glaube, wenn ich jetzt noch weiter. Obwohl, das sieht mit der Spiegelung nur so aus, glaube ich. Der ist doch noch sehr weit rechts von mir. Nachlaufen, wenn du rechts von ihm stehst, schwimmt er immer nach links. Genau. Ja, genau, was du auch gesagt hast, ne? Wenn du in die andere Richtung oder nach rechts ziehst, schwimmt er nach links. Zieht immer gegen. Ja, so kann man den steuern, genau. Ja, und den Trick Alt F4, den habe ich schon oft anwenden müssen. Ich glaube sogar zu oft. Boah, jetzt reißt der aber wieder gut aus hier. Ich glaube, ich gehe dem doch mal noch mal ein Stück entgegen. Juhu, Saibling. Was hast du? Einen Saibling. Ah. Review-TP oder relativ besser als die Vorwelt. Boah, ich hoffe, das wird jetzt hier ein großer, ey. Aber so wie es sich anfühlt und wie der kämpft, müsste der. 200 Gramm Dürre. Ich hoffe nicht, hallo? Deine Küche ist einfach nur scheiße, Leider nicht auszuschließen, aber ich glaube jetzt nicht mehr. der wohl nicht haben. Ja, komm, Nur, dass hier. das halt jetzt irgendwie so eine Esche oder eine Forelle ist, hängt ja von den guten Fischen, das wäre jetzt halt nice. Ja. Aber Gewicht wird er auf jeden Fall haben. Denke ich auch. Der zieht ab und zu, zieht er noch mal richtig, ja. Aber sonst kann ich den fast eigentlich reinziehen. Aber ich glaube, ich gehe dem besser doch noch ein Stück entgegen. Oh, jetzt hier wieder so ein komischer Busch, ey. Ja, scheiß drauf. Du wirklich noch schnell auf der Zappel nicht zu viel rum, sonst vergessen wir am Ende noch. Ja, ne? Lieber sicher reinholen und 30 Sekunden später, weil man länger ziehen muss als. Der Busch ist jetzt gerade nicht so gut. Ja, der, dem Busch, hier ist jetzt meine Grenze bis hierhin und nicht weiter. Ganz genau, wenn der halt so. Ich weiß ja nicht mehr, wie viel Meter du da drauf hast, aber. Ich glaube, 110 hatte ich insgesamt. Müssen jetzt so 50 runter Du hast sein. da noch viel mehr drauf gemacht, oder? Nee, das ist doch. Ach nee, stimmt doch. Ja. 160 war das bei der hier. Stimmt. Kannst du sehr wahrscheinlich auf jeden Fall, wenn du so bei einem Drittel oder Viertel nur noch bist, dann musst du halt gucken, dass du losläufst. Ja doch, ich glaube, der gibt langsam auf, weil ich ziehe den eigentlich konstant rein. Zwar mit Ja, Widerstand, aber. der macht ja schon lange keinen Plus mehr, deine Spule geht ja nicht aus. Der Ja. ist schon irgendwie. Gut, ist zwar nicht tot, aber der kann nicht mehr gehen. Aber ab und zu zieht er doch noch mal. Boah, ich habe die Spule jetzt schon auf 27, ey. Ich komme aber trotzdem und zum Glück nicht in den roten Bereich. Oh, da ist noch jemand wach, höre ich gerade. Ja.
Da kommt Du wer. kannst ja jetzt mit Frühstücken gehen. Ja. Ne? Guten Morgen. Ja, ich weiß. Ich bin auch fast fertig hier. Was denn? Ja, wie die sich da gestritten haben, ja, habe ich mitbekommen. Haben die dich wach gemacht? Oh, sorry. Oh, ich sehe ihn schon. Ah, doch, der ist, glaube ich, ordentlich. Was ist das? Ich kann es noch nicht erkennen. Ein Rapfen oder so? Oh. Da brauche ich sogar hier die Dingens für. Wow, 1,9. Sehr schön. 1000 EP, damit kann man noch leben. Ja. Also, fast ordentlich. Ah, nice. Ja, danke, danke, danke. Sehr geil. Oh, der war gut, ja. Ich glaube, das hat sich hier hinten doch gelohnt, wo ich war mit dem Stein. Oh. Aber ich glaube, ich habe immer noch die Grundangel hier ausgeworfen, ne? Oder habe ich die eingepackt? Nee. Und guck mal hier, wie er am Laufen ist. Am Klingeln. Ja, voll am Klingeln. Und ich habe die ja nach rechts rausgeworfen und die ist schon voll nach links, hat die sich gezogen. Hey, ist hier Feuerwerk? Was, was, Also, was? hör mal. Jetzt nicht mehr. Nee, habe ich nicht gehört. Wenn es original ist, bleiben wir Raketen oder immer so. Richtig nach Feuerwerk einfach. Okay, geil. Morgens um, was haben wir? Halb Fünf, sechs, ne? 6 Uhr gleich. Klassische Feuerwerkszeit in Krefeld. Braxe schon wieder. So, erstmal hier die Grundroute wieder auswerfen. Ja, sehr geil. Ich fange hier gar nichts mehr, das ist ja der Wahnsinn. Das ist übel. Ja, sehr geil. So. Und kurz vorm Ende noch einer angebissen, aber das war natürlich nur ein Barsch. Ein ganz kleiner. Ich mich mal nicht beschweren, die kriege ich jetzt auch. Ja, sehr gut, Eddie. Boah, jetzt steht er wieder hinter mir und schreit mich an. Oh, die Glocke. Jetzt höre ich's auch. Aber das ist eigentlich echt voll angenehm hier mit dem Mit dem Klingeln, Grundrouten. ne? Ja, gehst du hin und dann hast du auch einen dran. Also behaupte ich mal, jetzt müsste trotzdem, oder? Ja, ab und an, das hast du auch so Knabberklingeln, aber Ja, weil ja, hier, nee, der wenn ist ausgeschlitzt, da steht's gerade. ja. Ach, scheiße. Ja, aber links musst du auch anreißen, am besten. Ach so, ja, stimmt, hier habe ich es gar nicht gemacht, ne, mit Anreißen.
Ach so, jetzt habe ich die andere auch abgelegt. Okay. Wow, ausgeworfen, direkt einer dran. Aber der ist nicht so stark, merke ich. Er leistet gar keinen Widerstand. Ah, 500 Gramm europäische Esche. Boah, krass, wir haben echt schon 5:30. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube, ich muss gleich doch mal hier den Frieden zu Hause bewahren. Also. Aber irgendwie warte ich gerade noch auf den dicken Fang. Also, man kann das ja gar nicht machen. Okay. Das ist echt irgendwie doch die Uhrzeit, ne? Jetzt fange ich auch wieder nix. Also, die letzten Ja, paar Würfe, manchmal ist der aber. Spot an, manchmal ist er aus irgendwie. Ja. Ich meine, ich darf mich jetzt nicht beschweren. Eigentlich habe ich ja schon gut gefangen jetzt, aber. Ja, aber diesmal hat sich es auf jeden Fall gelohnt, hier nach Belaya zu gehen. Das Gute ist, ich habe jetzt auch so viel Plus gemacht, dass ich glaube ich die zwei oder dreimal, die ich hier war und nichts gefangen habe, auch wieder drin habe. Locker. Ja. Eben waren noch schon fast 80. Ja, genau. Ja, ich war jetzt bestimmt zwei, dreimal hier oder sowas und dann jeweils nichts gefangen. Und dann gehst du da zurück zum Windenbach und dann fängst du da halt die Barsche als Erfolgserlebnis, aber wirklich glücklich wirst du damit auch nicht. Ah. Ja, denkst du mal erst Juhu und dann gehst du zum Fischmarkt und dann denkst du, oh. Ja, ganze drei Münzen, yeah. Naja, oder keine Ahnung, mehr ist es schon, aber. Ach ja. Oh, ich glaube, da klingelt was bei mir. Boah, pass mal auf. Ich sehe es schon kommen. Wenn ich heute Nacht irgendwie im Bett liege, höre ich die ganze Zeit das Klingeln. Ja, Klingeling. ohne Scheiß. Stell dir da mal zwei Stück hin. Bitte. Oh, läuft gut ohne Futter im Korb, ne? Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, das war ein falsches Klingeln gerade. Ja, gedrückt. Ach so, ja. Obwohl ich sage, das ist ein guter Tipp, vergesse ich selber immer.
aber komm, ich hole die jetzt nochmal ein, dann werfe ich die nochmal neu aus. Oh, jetzt ist der Carlo auch schon da und schreit. Ganz, ganz kleiner Kurs. Was, was, was? 900 Gramm Fisch, schon 2000 DP von dem. Boah. Dann kannst du wahrscheinlich 3 Kilo vorbei, wie so viel geht. Ja, ist ja gut, ich komme gleich. Ich glaube, ich muss denen gleich mal was zu fressen geben hier. Och, direkt einer dran? Oder habe ich das Klingeln ausgelöst? Das ist ein Klassiker, ich muss was machen. Es ist eigentlich keine Zeit, jetzt klingelt es durch. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich das hier mit dem Schnurspannen ausgelöst habe. Ja, wir werden es sehen. Wird ja nochmal klingeln. Wenn es wichtig ist, klingelt es auch nochmal. Und schon wieder einen dran. Boah, doch, ich höre es doch klingeln. Da ist auf jeden Fall auch einer. So, schnell noch den hier reinziehen. Störer 112 Kilo. Okay. Dann haben wir mal jetzt euch letzte Stunde beschäftigt. Stand das hier im Chat oder was? Ja. Boah, da frage ich mich auch, wie das geht, ey. Da sitzt du doch wirklich ein paar Stunden dran. Ich weiß es nicht genau. Die größten Spuren, die ich gesehen habe, waren irgendwie bis 50 Kilo oder so. Also da brauchst du eine Weile, um 100 Kilo Fischen wieder zu kriegen. Ne? Kann sein, dass ich da irgendwas nicht gefunden habe, irgendeine Abteilung, in so einer. Hardcore, ja. 10-20 Minuten hatte ich auch schon, weil kleineres Zeug. Ich weiß nicht, wie das da oben alles skaliert. Ja, aber dann war der ja auch schon groß bei 10-20 Minuten. Ja, war halt scheiß Zeug. Ach so, und deswegen so lange, okay. Ja. Für 10 Minuten brauche ich auch für einen 11-12 Kilo Dachs schon. Okay. Ich bin echt mal gespannt, wenn ich so große Viecher fange. Irgendwie, ich meine, das ist schon geil hier, die, was habe ich hier gehabt, eben 2 Kilo, das war schon gut, aber irgendwie. Aber du hast schon recht, ich brauche erstmal das richtige Equipment, sonst bringt das alles nichts. Wenn der jetzt 4 gehabt hätte, dann sind halt einfach nicht gekriegt. Meinst du auch nicht mit müde machen und mit hinterherlaufen und. Ja, hier kannst du ja nicht unendlich, also wenn du auf dem Boot wärst, hättest du definitiv eine Chance gehabt, ja. Aber so, ich weiß nicht, wie lange der Knallgas gegeben hätte. Okay. Das kann man immer, kann ich nicht genau, ich weiß nicht, also. Es gibt halt manche Fische, die ziehen einfach durch, bis es keinen Morgen mehr gibt, siehst du nie wieder. Und andere ziehen, lass nicht reinziehen, ziehen, lass nicht reinziehen, ziehen, lass nicht reinziehen. Keine Ahnung, was das genau ist. Wird mal Tagesform abhängig von denen, oder ob die. Oh, Herd angelassen, schieß los. Njong. Aber ich glaube schon, das hat echt viel mit Tageszeit hier, die Temperatur und die ganzen Sachen schon viel damit zu tun. Das Gefangen oder was? Naja, eben. Ja. Wann ja, du was fängst und so. Ja. Oi. Scheiße, wieder ausgeschlitzt hier. Übel, übel.
So, aber ich glaube, ich werde hier noch einmal auswerfen und dann werde ich gleich doch mal den beiden was zu fressen geben. Obwohl, wir haben jetzt erst 6 Uhr, ne? Normalerweise kriegen die auch erst um 6:30. Habe ich ja noch was Zeit. So, die andere klingelt wieder, aber... Ne, nur einmal. Ah, jetzt klingelt die andere wieder. Dann guck ich mal. Aber das ist auch fies, ne? Das sieht immer aus, als wenn das voll ausschlägt und dann ziehe ich die ein, dann ist das weg. Okay. Achso, weil es so ein bisschen rumgeklingelt hat. Mhm, genau. Voll gemein, ey. Das ist super gemein, ey.